euch, Afghaner. Schäme auch extra Mühe. Jo, behaarte Gitarre. Die Leute sind aufgeregt, ne? Mama, mama, mama. Oh, du gerne, mama. Leute, es ist euer DJ, ey, Mann, so, ja, ey, und ich hab's vorbereitet dazu, so ein geiler neuer Track, ey. Hallo, ich würde gerne eine Bewertung von mir zurückziehen, ist das möglich? Und zwar, ja. Und da geht's darum, dass ich mich eben halt mehr beschwert habe. Also, der Name ist Silver Second. Ich habe nur ein einziges verfasst, 2015. Ja. Mhm. Und da gäbe es dann aber ein paar Sachen, wo ich da gerne beschweren würde. Zum einen, seit ein paar Monaten trifft es bei mir, dass wir da merken, dass bei verschiedenen Anbietern, egal ob das da zum Beispiel steht, Euro Mindestbestellwert, und dann kommt man auf, heißt es immer noch, ja, der Mindestbestellwert, also zumindest bei den anderen. Ja, erzähl nicht dazu. Und warum steht sowas dann nicht da? Das würde mich interessieren. Was ist das denn? Auch wenn ich jetzt 500 von denen bestellen würde, würde das nicht zählen. Okay, keine bestellt 500, aber... Ja, ich finde das immer komisch an dem System. Zum Beispiel, im Rätselstellwert, auch wenn sie bis zu 5 Mal bestellen würden,
eine Kuh das nicht reicht. Ja, und noch was, und zwar bei den Kommentaren, da darf man ja erstens keine Sonderzeichen benutzen, das finde ich irgendwie komisch. Zweitens darf es ja nicht länger als 1000 Zeichen sein und drittens dürfen keine Zeilenumbrüche erlaubt sein. Also letzten Endes kommt mir das vor, als dürfte man niemals schreiben, ja, das war gut oder nein, das war schlecht. Und das ist irgendwie ein Bach, wie ich finde. Wie gesagt, das habe ich nicht entwickelt, das ist ziemlich so, wie es ist. Aber ja, ich hab jemand die Nummer von Pickon, weil ich ihm halt gegeben habe, weil mich das ihm halt überwiegend gekriegt hat und der hat mir jemand gesagt, die Nummer kann ich, bei der Nummer kann ich ihm halt dann anrufen, um dann eben halt Verbesserungsvorschläge zu bringen. Aber anscheinend ist das ja dann egal, ob ich anrufe oder nicht. Dem ist so entwickelt, das kann man jetzt ändern. Okay, ja, das höre ich gern. Das war's dann eigentlich auch schon wieder. Dann danke für die Katze. Jedenfalls. Buy a lot of stuff, you're a good citizen. But if you don't buy a lot of stuff, if you don't, what are you then, I ask? What? I'm ill. Back, Jim, back. If you don't buy things, toilet paper, new cars, computerized blenders, electrically operated sexual devices, stereo systems with brain implanted headphones, screwdrivers, miniature built-in radar devices, voice-activated computers.